sauberen Erdgas. Ich denke, den meisten von euch ist klar, warum ich das so sage, aber wir werden da natürlich gleich noch genauer drauf kommen. Ich habe mich wirklich für einen kleineren Ausschnitt der ganzen Gaslobby entschieden, auch sehr stark auf die deutsche Ebene. Nur am Ende komme ich mal kurz auf die europäische zu sprechen, einfach weil es sonst viel zu viel wird. Ich erzähle ganz kurz was zu meinem Verein, für den ich arbeite, also Lobby Control. Wir sind ein kleiner Verein. Wir nennen uns selber Transparenz Watchdog. Also genau, wir gucken irgendwie auf Lobbytransparenz, darauf, dass es bessere Lobbyregeln gibt, ethische Regeln für Abgeordnete, Regierungsmitglieder, Beamte und so weiter. Aber das ist sozusagen nur der eine Teil des Kuchens, Transparenz. Wir sagen eben auch, die Transparenz zeigt dann, dass es unausgewogene Zugänge gibt. Die großen Unternehmen haben ganz andere Zugänge als NGOs, die Allgemeinheit, kleinere Unternehmen und so weiter. Und wir setzen uns eben auch dafür ein, dass sich hier was ändert, was ein großer, langer, langer Prozess ist. Genau. Wir arbeiten mit etwa 15 Leuten, haben Büros in Köln und Berlin. Ich, damit ihr wisst, ich sitze heute, ich arbeite eigentlich in Köln, aber ich wohne in Düsseldorf und sitze heute im Homeoffice in Düsseldorf, damit ihr euch vorstellen könnt, wo ich gerade bin. Uns gibt es seit 2005. Wir finanzieren uns hauptsächlich aus privaten Spendern. Das sind wirklich hauptsächlich Kleinspender. Wir haben auch zwei Stiftungen, die uns Geld geben. Das sind die Olin und die Schöpflin-Stiftung. Und noch ganz kurz zu mir. Ich selber arbeite seit 2009 für Lobby Control, also auch schon richtig lange. Und normalerweise bin ich eigentlich für die EU-Ebene zuständig, also alles, was mit Lobbyregeln, aber eben auch unausgewogenen Zugängen zu tun hat, bearbeite ich normalerweise gemeinsam mit einem Kollegen. Aber im Moment haben wir uns so ein bisschen umstrukturiert und gesagt, wir stecken jetzt mal unsere ganze Kraft in die Themen Digitales und Klima. Und ja, weil natürlich das Klimathema auch stark mit der EU-Ebene zusammenhängt, liegt mir das schon. Aber genau, also auch ich steige hier so ein bisschen, bin hier so ein bisschen neu eingestiegen und wirklich keine Klimaexpertin, sondern eben eher die Lobby-Expertin. Also verzeiht mir, wenn ich einen Fehler mache oder so. Manche Sachen wisst ihr vielleicht besser als ich. Da habe ich auch kein Problem damit, wenn ihr mich verbessert oder genau, das ist ja auch gut so, damit ich Bescheid weiß. Ja, ich würde denken oder ich würde sagen, eines ist klar, Lobbyismus hat die Klimakrise befördert, beziehungsweise Konzerne haben jahrelang den politischen Wandel auf allen Ebenen ausgebremst. Die einen, weil sie ihre fossilen Energien verkaufen wollten und wollen, die anderen, weil sie billige Energie zur Produktion oder Logistik brauchen. Die Konzerne haben den menschlich gemachten Klimawandel lange geleugnet. Das tun sie heute nicht mehr so sehr. Also das kommt nur noch ganz selten vor. Das machen eigentlich, also von Unternehmen habe ich das in Deutschland wirklich gar nicht mehr gehört. Die Lobbystrategien laufen heute anders. Man verweist auf die Untätigkeit anderer Akteure und warnt vor nationalen Alleingängen. Ganz aktuell habe ich das wieder gehört beim neuen Klimaschutzgesetz nach dem Verfassungsgericht-Urteil. Ne, irgendwie bloß nicht zu viel alleine machen. Die anderen müssen auch was tun, sonst bringt das ja gar nichts. Ja, das ist ein ganz typisches Argument. Ein weiteres ist, man fordert Technologieoffenheit ein. Technologieoffenheit, muss man in dem Fall sagen, ist eigentlich wirklich ein unpassender Begriff, weil es um Fragen geht, in denen wissenschaftlich schon entschieden ist, welche Technologie am effizientesten ist. Oder man wirbt für unrealistische Technologien, die dazu beitragen, dass wir unseren Lebensstil und unsere Art des Wirtschaftens am Ende nicht ändern müssen. Genau. Dann würde ich mal sagen, kaum eine Industrie hat diese beiden letzten Punkte, also Technologieoffenheit und also unrealistische Technologien, so nenne ich es jetzt erstmal, so professionell oder so professionalisiert und professionell inszeniert wie die Gasindustrie.
Die macht das wirklich, ja, genau, kommen wir in den nächsten 20 Minuten drauf, erstaunlich perfekt. Aber vielleicht erst mal kurzer Einhalt, wer ist eigentlich die Gasindustrie? Also das ist nämlich eine recht, die Gasswirtschaft ist eigentlich eine recht, also da gehören einfach sehr verschiedene Bereiche dazu. Wir haben zum einen die Netzbetreiber, also und die wiederum kann man aufteilen in die Fernleitungsnetzbetreiber, die sozusagen international das Gas nach Europa, Deutschland holen. Und wir haben die Verteilnetzbetreiber, die dann hier innerhalb des Landes sozusagen das Gas bis in die, ja, oft Heizkeller bringen. Wir haben die Extraktionsunternehmen, wir haben die Händler und dann gibt es noch Unternehmen wie Gazprom, die all diese Aspekte vereinen. Die Gasindustrie wird unterstützt von einer Menge Lobbyverbände. Ich habe hier mal so ein paar, ja, einfach mal eine kleine Auswahl euch hier hingeworfen. Das ist wirklich auch nur eine kleine Auswahl, weil ich jetzt hier kaum europäische dazu genommen habe. Und davon wiederum erzähle ich euch jetzt ganz kurz nur über eine kleine Auswahl und konzentriere mich dann auf einen. Also es gibt den Bundesverband BDEW, ne? Das habe ich keinen Zeigestock, aber ihr findet ihn auch selber links unten. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. Das ist der Lobbyverband der Strom- und Energiebranche, riesengroß. Und es fällt immer wieder auf, dass die Gaswirtschaft in ihm eine auffallend starke Stimme hat. Ich bin ehrlich gesagt selber noch daran zu erkennen, woran das liegt. Geführt wird der Verband jedenfalls traditionell von einer Seitenwechslerin oder einem Seitenwechsler aus der Politik, derzeit Kerstin Andreae von den Grünen. Können wir mal gespannt sein, wie sich jetzt das Gasthema dort in den kommenden Monaten verändert. Bisher habe ich da keine große Abschwächung beobachtet. Dann gibt es den DVGW, Deutscher Verein des Gas- und Wasserfachs. Ist gleich so eine Art Regelsetzer für die Gas- und Wasserwirtschaft. Der ist wirklich weitestgehend unbekannt, aber er spricht eigentlich mit sehr starker Stimme für die Gaswirtschaft. Dort sitzen Behörden, Unternehmen, Versorgungsunternehmen. Ich glaube, ich habe sogar ein Ministerium gesehen. Also sehr leiser, aber durchaus mächtiger Verband. Dann habe ich mir noch den BDH rausgesucht, der Bundesverband der deutschen Heizungsindustrie. Auch der möchte, man möchte noch lange die Kessel mit Gas betreiben können. Und deshalb ist der Verband äußerst aktiv an der Lobbyarbeit für die Zukunft von Gas beteiligt. Ja, und als letzten möchte ich dann noch Zukunft Gas nennen. Das ist die Frontorganisation der Gasindustrie, würde ich sagen. Auf den komme ich aber später nochmal zu sprechen. All diese Akteure haben natürlich das Interesse, gemeinsam ihr Geschäft noch so lange wie möglich am Laufen zu halten. Und dabei sind sie ziemlich erfolgreich. Erdgas hat momentan einen Anteil von so 23% am deutschen Energieverbrauch und es ist der einzige fossile Energieträger, dessen Anteil seit 1990 nicht zurückgegangen ist. Klar, Deutschland ist aus der Atomenergie ausgestiegen und steigt jetzt aus der Kohle aus oder steigt auch immer noch aus der Atomenergie aus. Und genau das hat die Gasindustrie äußerst professionell für sich genutzt und sich als Technologie für den Übergang inszeniert. Zum einen als der fossile Energieträger, der am wenigsten CO2 abgibt. Die Tatsache, dass da bei Transport und Extraktion viel Methan entweicht, das in der Atmosphäre eigentlich noch problematischer ist als CO2, wird fast konsequent ignoriert, jedenfalls von der Gasindustrie und einfach nicht weiter erwähnt. Und zum anderen als der Energieträger, der wegen seiner Flexibilität und seiner Vielseitigkeit der ideale Partner der Erneuerbaren ist. So. Seit etwa 2009 habe ich dieses Narrativ von Gas als Übergangstechnologie gefunden. Die Gasindustrie hat sich damit eine unverzichtbare Rolle im Klimaschutz auf den Leib geschneidert und habe mich gefragt, wer es erfunden hat, aber ich habe es ehrlich gesagt nicht herausgefunden. Klar ist, es wurde sowohl in Berlin als auch in Brüssel aufgegriffen, zum Beispiel durch den Verband Zukunft Gas, dessen
Kampagne wir hier sehen. Also das war 2016, da hat man gesagt, ja, die Politik ist gerade dabei, die Klimaziele für 2020 komplett zu verpassen, weil sie systematisch die immensen Potenziale ignoriert, die Erdgas für eine erfolgreiche Energiewende bietet, als effiziente Heizenergie, als dezentrale und hochmoderne, das habe ich mir abgeschrieben aus der Kampagne, Strom- und Wärmelösung als Kraftstoff für Pkw und Lkw, ja, und so weiter. Ja, das haben sie also sehr beeindruckend gemacht. Ne? Jetzt hat sich uns die Frage gestellt, was ist das, wer ist eigentlich dieser Verband? Ich würde wirklich sagen, habe ich ja eben schon mal gesagt, es ist so der Frontverband mit diesen zentralen Anliegen, Erdgas als klimafreundlich zu bewerben. Es sind alle großen Akteure der Erdgasindustrie drin. Das sind etwa 130 sind da versammelt. Shell, Uniper, Gazprom, alle sind sie dabei. Auch der BDEW als Verband ist mit drin. Und das ist aber noch nicht alles. Er ist auch unglaublich gut in die Politik vernetzt. Und das funktioniert in diesem Fall bestimmt nicht nur, aber auch über den Beirat. Und ich habe hier diese Grafik mitgebracht, bei der ich das einfach mal so ein bisschen aufzeigen will. Also wir hatten da, das ist ein vergangenes Mitglied, Thomas Bareis, Staatssekretär im BMWI, vorher Beauftragter für Energiepolitik der CDU-CSU-Fraktion. Der musste seine Nebentätigkeiten aufgeben, als er Staatssekretär wurde, ist aber weiterhin als Freund der Gasindustrie bekannt. Ihr kennt ihn mit Sicherheit alle. Er ist ja Teil des sogenannten Bermuda-Dreiecks der CDU, in dem der Klimawandel verschwindet. Er ist ein bekennender Freund von Erdgas, hat die Energiewende schon als Monstrum bezeichnet und sagt, ohne Erdgas ist eine verlässliche, bezahlbare und klimafreundliche Energieversorgung mittel- und langfristig nicht denkbar. Ebenfalls im Beirat sitzt der Ex-CDU-Außenpolitiker Friedbert Pflüger, heute Partner der Lobbyagentur Bingmann Pflüger International, und der ist unter anderem Lobbyist für Nord Stream 2. Dann fand ich auffallend auch den Energate Messenger. Ich kannte den eigentlich so als ein Bezahl-Info Online-Medium, das, wo man für viel Geld, viel Fachwissen über Energiewende kaufen kann, aber dass er sozusagen so ein, also mir war schon so ein bisschen aufgefallen in der Berichterstattung, dass er gasfreundlich ist, aber ich fand es dann doch nochmal erhellend, dass er auch hier im Beirat von Zukunft Gas sitzt. Ja, und dann sind dann noch zwei Abgeordnete, das gehört ja dann immer irgendwie dazu, ne? Aber was ich noch sehr spannend finde, ist Andreas Kuhlmann, der Chef der Deutschen Energieagentur. Die untersteht ja dem Wirtschaftsministerium, war ursprünglich einfach mal für Energieeffizienz zuständig, aber berät das BMWI und unterstützt es inzwischen in allen möglichen Fragen der Energiewende. Aufsichtsratsvorsitzender ist übrigens Thomas Bareis. Die DENA und Zukunft Gas haben auch zusammen die LNG Task Force gegründet. Das ist eine so ein Task Force eben, in der sitzen Lastkraft, also da sitzen irgendwie die großen Produzenten von Lastkraftwagen, sitzt eben Zukunft Gas und ich weiß gerade nicht genau, wer noch. Ich glaube, der BDEW auch, bin mir nicht ganz sicher. Und die wollen den Anteil von Erdgas am Kraftstoffmix im Verkehr erhöhen und haben sich zum Beispiel erfolgreich für die Mautbefreiung von mit LNG betankten LKWs eingesetzt. Ja, genau, da sieht man eben schon, diese Zusammenarbeit ist sehr fruchtbar. Bestens vernetzter Verband, den werden wir auf jeden Fall noch weiter im Auge behalten. Ja, die DENA hat 2018 auch den Dialogprozess Gas 2030 koordiniert. Es handelte sich, Entschuldigung, um eine exklusive Runde.
hinter verschlossenen Türen zwischen Gaslobby und Ministerialbeamten. Nicht mal das Bundesumweltministerium durfte dabei sein. Die Öffentlichkeit bekam praktisch gar nichts mit, bis die DUH Wind von dem Prozess bekommen hat. Die Teilnehmerinnenliste haben wir auf Anfrage auch nicht bekommen. Ja, und in der Bilanz dieses Dialogprozesses erkennt das BMWI gasförmigen Energieträgern eine zentrale Rolle in der Energieversorgung der Zukunft zu. Also die Gasstrategie 2030 geht letztens von einer steigenden Gasnachfrage aus und drängt auf zusätzliche Infrastruktur, um neue Bezugsquellen für Pipeline-Gas und Flüssigerdgas zu erschließen. Oder, wie es Bundeswirtschaftsminister Altmaier damals formuliert hat, knapp und knackig, Gas ist sexy. Die Methanleckage hat in diesem Prozess quasi überhaupt keine Rolle gespielt. Sowohl die DENA als auch die Lobbyisten haben nachher, also ich habe das so in Pressemitteilungen gesehen, das wirklich bejubelt. Das wurde als so eine Umkehr bejubelt, weil in den ersten Jahren der Jahrtausendwende das Gas eigentlich in den Debatten, wie die Energiewende zu schaffen ist, keine Rolle gespielt hat. Und jetzt plötzlich hatte man sozusagen diese wichtige Rolle von Gas anerkannt. Und das jetzt, das ist, ja, da komme ich gleich nochmal drauf. Also vielleicht zunächst mal, das zeigen als auch Projekte wie Nord Stream 2 oder LNG, mein Gott, mir fällt gerade das Wort nicht ein. Die LNG, ach mein Gott, gibt es doch gar nicht. Terminals. Danke, das ist das Wort, das ich gesucht habe. Vielen Dank. Genau, die LNG-Terminals an den Küsten, ne? Also diese beiden Projekte zeigen schon irgendwie, wie massiv neue Gasinfrastruktur unterstützt wird. Deutschland ist in der EU das Land mit den zweitmeisten Investitionen in Gaspipelines in Höhe von 14 Milliarden Euro geplanter oder im Bau befindlicher Projekte. Und all das, obwohl eigentlich gerade völlig klar wird, dass mit den neuen Klimazielen auch der Gasverbrauch radikal zurückgehen muss. Ich fand es jetzt schön für unseren Vortrag, oder ist ja eigentlich mein Vortrag, dass genau heute die Internationale Energieagentur rauskam und einen radikalen Paradigmenwechsel eingeläutet hat. Die hat noch vor 10 Jahren vom goldenen Zeitalter des Gases gesprochen und jetzt sagt sie, wir müssen weg von allen fossilen Energieträgern. Das ist schon sehr bezeichnend. Und ja, das versteht schon auch die Gasindustrie. Und deshalb, wandlungsfähig wie sie ist, heißt die Zukunft Gas und nicht mehr wie noch bis zum Ende letzten Jahres Zukunft Erdgas. Denn der letzte Strohhalm für die Gasindustrie sind jetzt die Gase, die aus oder mit Hilfe von erneuerbaren Energien hergestellt werden können. Und hier haben wir wieder Zukunft Gas. Genau, Gas kann grün. Das ist jetzt das neue Motto, mit dem die Gasindustrie sich an die veränderten Rahmenbedingungen anpassen will. Es geht darum, dass noch möglichst lange Gas durch die Pipeline fließt, im Heizungskeller die Gaskessel füllt oder in einer Form von überschüssiger Energie in Gasform gespeichert werden kann. Am besten sollen auch neue Investitionen getätigt werden können. Entschuldigt, genau, jetzt war ich ganz kurz draußen. Damit dies der Fall ist, will die Gasindustrie zwei zentrale Dinge erreichen. Einmal den Einsatz von synthetischen Gasen, allen voran Wasserstoff, am besten überall beim Heizen, im Verkehr und so weiter. Dabei ist eigentlich längst klar, so viel zum Thema Technologieoffenheit, dass Wasserstoff sehr energieaufwendig hergestellt wird und dass es eigentlich viel lohnender ist, in Erneuerbare direkt zu nutzen und es nur wenige Bereiche gibt, wo das nicht geht. Und für die ist der Wasserstoff schon richtig. Stahlindustrie, Flugzeuge, sowas zum Beispiel. Bei großen Lastwagen wird noch diskutiert, glaube ich, zwischen Wasserstoff und ob es nicht doch mit Batterie geht.
Und das ist aber der Bereich, und auf den sollte sich sozusagen eigentlich, finde ich, also ich, das hat sich meiner Meinung nach in Wissenschaft oder, ja gut, Wissenschaft ist vielfältig, aber bei vielen Wissenschaftlern eigentlich schon durchgesetzt. Aber trotzdem, das ist gerade auch der Kampf der Heizungslobby, sozusagen zu sagen, wir müssen mit Wasserstoff heizen. Und der zweite Aspekt, den man erreichen will, ist, dass sich die Erkenntnis durchsetzen soll, dass die derzeitige EU-Infrastruktur die wachsende Nachfrage nach Wasserstoff so nicht befriedigen kann und deshalb mittelfristig erstmal blauer Wasserstoff genutzt werden muss, um den Markthochlauf zu beschleunigen. So wird es genannt. Also Wasserstoff, also was ist blauer Wasserstoff? Die meisten von euch wissen das möglicherweise. Das ist Wasserstoff, der eigentlich mit Gas hergestellt wird, ganz normal, klassisch grauer Wasserstoff. Aber danach wird das CO2 mit Hilfe von CCS-Technologie, also Carbon Capture and Storage, in den Boden gepresst. Und ja, das ist ja durchaus eine umstrittene Technologie, die in Deutschland so gar nicht, also gar nicht erlaubt ist, bis auf wenige Projekte. Ja, und um das alles zu bedienen, sozusagen, müsste man weiter in Gas investieren, mindestens noch mittelfristig. Und erst mit der Zeit soll der blaue Wasserstoff dann durch Grün ersetzt werden. Entschuldigung. Am ersten Aspekt arbeitet die Gasindustrie und erreicht bisher ihr Ziel nur teilweise. Also was das Heizen betrifft, zum Beispiel, ist die Bundesregierung relativ klar bisher, dass das keinen Sinn hat mit Wasserstoff. Da hat sich die Gasindustrie und die mal nicht durchgesetzt, jedenfalls bisher. Aber noch lange Investitionen und jetzt erstmal neue Gaskessel und so, das schon. Also das sind dann die sogenannten Stranded Assets, die noch ewig da liegen werden und in die man eigentlich umsonst investiert hat, macht aber nichts. Das ist jetzt ein bisschen zynisch, Entschuldigung, weil ja viel davon wir als Verbraucher bezahlen. Ja, den zweiten Aspekt hat die Gasindustrie in Brüssel eigentlich voll und ganz erreicht. Dort setzt die Wasserstoffstrategie ganz klar zunächst auf blauen Wasserstoff für den Übergang. So hat sich heute auch, oder so wird sich heute, ich glaube, es ist ziemlich genau jetzt, 19 Uhr habe ich gelesen, auch das EU-Parlament positionieren. Ja, genau. Ich denke, wir haben es jetzt. Ich schaue mal ganz kurz auf die Uhr. Ach, ich kann nicht auf die Uhr schauen, da ist mein Ding drüber. Ich glaube, es ist schon, ich bin schon ziemlich lang. Deshalb versuche ich den Rest jetzt relativ kurz zu fassen. Auch in Brüssel gibt es eine wirklich sehr, sehr mächtige Lobby, die für die Gasindustrie arbeitet. Die unsere Organisation, mit der wir viel zusammenarbeiten, Corporate Europe Observatory, hat 2016 mal analysiert, dass die Gasindustrie damals mehr als 100 Millionen Euro für ihre Lobbyarbeit auf EU-Ebene ausgegeben und mehr als 1000 Lobbyisten beschäftigt hat. Das ist mit Sicherheit nicht weniger geworden, weil es kommen ständig neue Organisationen dazu. Auffällig für uns, wir sehen immer wieder welche, die von Agenturen gegründet wurden. Andere wurden von der Kommission angeschoben, so, weil sie Beratungsbedarf hatte, zum Beispiel die Gasnetzbetreiber dürfen in der Allianz Endzoe den Bedarf an Gasinfrastruktur quasi im Alleingang betreiben. Ich versuche nämlich gerade abzukürzen. Die Lobbyszene hat in Brüssel ordentlich Druck gemacht, dass es ohne blauen Wasserstoff nicht geht. Und im Juli 2020 hat die EU-Kommission ihre Wasserstoffstrategie herausgebracht und da hat sich gezeigt, dass sich der Druck gelohnt hat. Und im Rahmen dieser Wasserstoffstrategie wurde dann auch die European Clean Hydrogen Alliance gegründet. Die hat weitgehende Mitbestimmungsrechte bei der Planung der Investitionen in Wasserstoffinfrastruktur. Und ja, da sitzen dann auch 508, also das sind jetzt Zahlen von November 2020. Ich habe heute keine aktuelleren gefunden, aber ich habe auch nicht mehr sehr sorgfältig gesucht. Damals waren es 538 Unternehmen, 9 Banken, 142 Verbände und nur 7 Nichtregierungsorganisationen. Ich glaube, es sind jetzt ein paar mehr Nichtregierungsorganisationen, aber nicht wesentlich. Ja, und es gibt bereits erste Pläne für eine europäische Wasserstoffinfrastruktur, die zu 75% aus nachgerüsteten Gasnetzen bestehen soll. Ja, dazu muss man allerdings wissen, dass da gerade mal 20% Wasserstoff mit 80% Methan
durchgeleitet werden können. Also wenn man von 20% Wasserstoff, der da durchkommt, redet, dann verkauft man eigentlich auch 80% Gas. Ja, genau. Und so läuft jetzt eben dadurch, dass man die Arbeit auch noch zusätzlich an gewogene Gremien abgegeben hat. Ja, genau, ist jetzt gerade noch so ein bisschen unklar, wohin sich das entwickelt. Und es ist auch politisch gerade wirklich so ein bisschen, also ich finde, es kann sich jetzt in die Richtung entwickeln, dass Erneuerbare weiter ausgebremst werden und Gas deshalb eine immer wichtigere Rolle spielt. Es kann sich aber auch, wir sehen schon auch Ansätze, dass wie zum Beispiel beim Thema Heizen der Gaslobby auch mal einen Riegel vorgeschoben wird. Und dann ist natürlich auch die große Frage, wer gewinnt die kommende Wahl? Und davon wird hoffentlich dann auch vieles abhängen, was das Thema Gas betrifft. Aber Fakt ist, schon jetzt hat die Gasindustrie in den letzten, ja, ich würde sagen, 10, 15 Jahren eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte geschrieben, die sie so eigentlich gar nicht hätte haben dürfen, weil das, ja, ich bin keine Expertin, aber weil es einigermaßen unsinnig ist, wie viel da jetzt gerade noch investiert wird. Und ich denke, das geht zu einem großen Teil auf Kosten von Lobbyarbeit. Und jetzt bin ich bereit für eure Fragen. So.